Meine Damen und Herren, man muss sich natürlich darüber im Klaren sein, dass das Fernsehen auch das Verhältnis der Eltern zu den Kindern wesentlich beeinflusst, wenn nicht gar verändert. Man hat einmal gesagt, unser Jahrhundert ist das Jahrhundert des Kindes. Aber ich glaube, durch das Fernsehen kann man eher sprechen vom Zeitalter der schwer erziehbaren Eltern. Nehmen wir einmal so eine Großmama an, die ihre Kinderchen um sich versammelt, ihre Enkel, und sagt, ich will euch jetzt am trauten Kamin ein Märchen erzählen. Da wird doch todsicher die Antwort kommen, aber mach schnell, liebe Omi, weil in 7 Minuten beginnt im Fernsehen ein spannender Krimi, nicht wahr? Und je aufregender der Kommissar seine Gangster hetzt und je wilder geboxt wird im Saloon, desto treuherziger werden die Kindlein, bitten und inniger die Mutti, bitte, bitte, lass mich noch ein bisschen aufbleiben. Nur ein ganz kleines bisschen Blut vorm Schlafen gehen, noch ein paar Leichen, nur ein winzig kleiner Bankeinbruch. Und das Flimmern vor den Augen wird dann am nächsten Vormittag stattfinden, in der Schule, wo man ausgeruht, ausgeschlafen sein soll. Das ist ein Problem. Was sollen wir machen? Das ist ein echtes Problem. Das ist bestimmt bei Ihnen zu Hause ganz genauso. Und immer sind es die Muttis, die sich einwickeln lassen. Die Muttis sind immer tolerant, wahrscheinlich, weil sie eine Jugend erlebt haben, eine traurige, ohne Fernsehen. Das ist wirklich ein Schicksal. Wir haben ja ein Leben ohne Fernsehen gehabt, nicht? Meine Tochter soll es besser haben als ich. Das ist der Titel eines neuen Chansons, das dieses Thema behandelt. Und zwar ist das von Hugo Wiener. Und meine Damen und Herren, Sie erleben jetzt in Kürze auf Ihrem Bildschirm eine kabarettistisch-astrologische Spezialität. Und zwar unter den Kabarettsternen Wiens gibt es 2 besonders strahlende, leuchtende Fixsterne. Cissi Kraner und Hugo Wiener.